Mein Name ist Carlo Schiesel, ich bin vom Blog insidepolitics.at und ja, bitte ignoriert da unten, dass da vermintes YouTube 2.0 steht. Das habe ich heute schnell mal die alten Folien genommen vom letzten Jahr. Heute geht es um das Thema Bürokratiemonster-Klarnamenpflicht. Kurze Erklärung, wer sind wir? InsidePolitics.at ist ein freier Blog, bestehend aus einem Team von knapp einem halben Dutzend Leuten, die sich mit Politik einerseits aus der Innenansicht beschäftigen und andererseits sehr stark auch mit dem Thema Medienpolitik. Und es geht darum, seit kurzer Zeit gibt es das Thema, man möge doch im Internet eine Art Ausweispflicht, Vermummungsverbot einführen. Und wir haben uns damit wieder mal mehr auseinandergesetzt als etliche andere Medien und mir sind da halt diverse Dinge aufgefallen. Kurzer Prolog, wir haben jetzt 152 Jahre lang Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in Österreich, also es hat schon in der Monarchie angefangen, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie Leute in Wortschrift und Druck oder bildlicher Darstellung ihre Meinung eben äußern dürfen. Das war von der Karikatur bis zum kritischen Kommentar alles möglich. Und hier spielt auch der letzte Satz eine ganz große Rolle, nämlich die Presse darf weder unter Zensur gestellt noch durch das Konzessionssystem beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung. Aber das Internet ist Neuland. Ich glaube, der Spruch ist durchaus bekannt. Was soll jetzt diese Klarnamenpflicht oder dieses Gesetz für Sorgfalt und Verantwortung im Netz bringen? Ja, es soll faire Bedingungen und Bewusstsein für Nutzer und Betreiber schaffen. Das heißt, ich soll in Zukunft zur Verantwortung gezogen werden können, was jetzt auch schon der Fall ist, wenn ich auf einem Blog oder auf einem Forum einen Kommentar schreibe. So, kurze Frage. Wer von euch nutzt solche Möglichkeiten? Doch so wenige. Hätte jetzt mehr gedacht. Wer von euch nutzt Facebook? Es will keiner zugeben. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Also, und Facebook taucht auch hier in diesen Folien dann noch auf. Es geht nämlich darum, die Bundesregierung sagt, ja, Hate Speech, Verleumdungen, Beleidigungen und Fake News soll Einhalt geboten werden. Und Plattformen, die über 100.000 Nutzer im Inland haben, mehr als 500.000 Euro Umsatz machen oder 50.000 Euro an Presseförderung erhalten, die sollen in Zukunft ihre Nutzer mit Adresse, Klarname und Telefonnummer registrieren. So. Frage, wer von euch betreibt ein Forum? Einer. Und da sind wir bei der Sache, die in den Medien nicht angesprochen wurde. Willkommen im Club. Ich habe eine Webseite mit Kommentarfunktion. Wir dürfen uns dann in Zukunft, wenn wir unser Forum nicht bei forumplattform.de oder so angemeldet haben, dann einmal im Jahr bei der Medienbehörde melden und dort sagen, hey, ich habe weniger als 100.000 Nutzer, 500.000 Euro Umsatz oder 50.000 Euro Presseförderung, die ich bekomme. Und das ist ein Bürokratiemonster. Entschuldigung, wenn da ein ironischer Unterton kommt, aber ich habe mit der Medienbehörde schon den einen oder anderen Blumenstrauß ausgefochten. Näheres dazu könnt ihr auf meinem Blog nachlesen. Jedenfalls, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo es dann langsam aber sicher in einem fünf- oder sechsstelligen Bereich geht von Leuten, die das betreffen wird. Weil wenn ich jetzt eine Seite habe, wie zum Beispiel maxmeier.wordpress.com und ich unterhalte mich über das Mountainbiken, dann bin nicht ich der Verantwortliche für die Meldung, sondern WordPress. Ähnliches ist es auch beim Facebook-Forum. Online-Handel oder auch Online-Tauschmöglichkeiten fallen auch nicht darunter. Und ja, ist die Frage, wem nutzt das eigentlich alles? So. Natürlich den klassischen Medien, weil die haben jetzt schon eben etliche Verantwortungen, an die sie sich halten müssen. Und denen ist es lieber, dass sie am besten in einem Glaskasten irgendwo sich auch ins 24. Jahrhundert, wollte ich schon sagen, ins 21. Jahrhundert begeben und wir in dem Glaskasten mitsitzen, weil wir werden dann alle auch dieselben Pflichten, aber nicht dieselben Rechte haben wie alle anderen Medien
Betreiber. Und ich glaube, man sollte sich überlegen, ob das wirklich das Ziel ist. Sobald die Folien fertig sind, stelle ich sie online. Habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei den Linux-Tagen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.